Fernanda Brandao kennen die meisten als Sängerin von Hot Bandidos, aber sie hat auch eine sehr soziale Ader. Als Schirmherrin und Jurymitglied unterstützt sie den Deichmann-Förderpreis für Integration, der jetzt bereits zum 15. Mal in Düsseldorf verliehen wurde. Gemeinsam mit Initiator Heinrich Deichmann überreichte sie die Preise an 10 Gewinner in 3 Kategorien. Die Lebenswende kam vor 4 Jahren, als Fernandas Großvater in ihren Armen verstarb. Ab da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was bedeutet eigentlich Lebenszeit und wie möchte ich meine Lebenszeit verbringen. Und ich hatte das große Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Deshalb unterstützt Fernanda den Förderpreis für Integration, bei dem auch dieses Jahr 10 Preise mit einem Gesamtwert von 100.000 Euro verliehen wurden. Auch heute gibt es noch viele Jugendliche, die durch körperliche oder seelische Behinderung, vielleicht aber auch durch Sprachschwierigkeiten, durch Migrationshintergrund, Mühe haben, Anschluss zu finden an das Berufsleben. Und Initiativen, die sich um solche Jugendliche in vorbildlicher Weise kümmern, die wollen wir unterstützen, die wollen wir auch ans Licht der Öffentlichkeit bringen. Wir waren alle sehr bewegt von der Stiftung Jona, die allein geflüchtete Kinder aufgenommen hat in ihre Einrichtung und sie über mehrere Jahre auch betreut hat. Wie wichtig das Thema Integration ist, weiß Fernanda aus eigener Erfahrung. Ich habe wirklich eine klassische Migrantenbiografie und es freut mich sehr, wenn ich meine Geschichte teilen kann und anderen Leuten Mut mache, dass sie weiterhin an sich glauben, dass sie ihre Träume nicht aufgeben, dass sie hart arbeiten, dass sie Deutsch lernen und ja, vielleicht werden ihre Träume dann auch wahr, so wie mein Traum in Deutschland wahr geworden ist. Es ist schön zu sehen, wie wirksam der ehemalige Popstar ihre Berühmtheit nutzt, um Gutes zu tun. Und es bleibt spannend, wo die neue Lebensreise Fernanda in Zukunft noch hinführt.